Wer war Josef? Josef lebte vor etwa 4000 Jahren im Mittleren Osten. Er war der Lieblingssohn von Jakob. Weil Jakob ihn immer wieder bevorzugt und er überhebliche Träume hat, mögen ihn seine 11 Brüder nicht besonders. Als sie die Gelegenheit dazu haben, verkaufen sie ihn in die Sklaverei nach Ägypten. Dort leistet er gute Arbeit und wird schon bald mit wichtigen Aufgaben betraut. Eines Nachts versucht die Frau seines Chefs, ihn zu verführen. Weil er sich weigert, beschuldigt sie ihn, übergriffig gewesen zu sein, und er wird ins Gefängnis geworfen. Im Gefängnis kann er ein paar Leuten die Bedeutung ihrer Träume erklären. Als der ägyptische Herrscher einen verstörenden Traum hat, bekommt Josef so die Möglichkeit, ihm die Bedeutung des Traumes zu erklären. Josef sagt eine Zeit sehr guter Ernte gefolgt von einer Hungersnot voraus. Der ägyptische Herrscher vertraut ihm daraufhin die Aufgabe an, für die Hungersnot vorzusorgen. Als die Hungersnot ausbricht, kommen auch Josefs Brüder nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Josef gibt sich erst nicht zu erkennen, um seine Brüder zu testen. Er fädelt es ein, dass es so aussieht, als habe der jüngste Bruder Benjamin seinen Becher gestohlen. Als einer der Brüder bereit ist, für Benjamin die Strafe anzutreten, gibt Josef sich zu erkennen und holt seinen alten Vater und seine ganze Familie nach Ägypten.